ist sie! Ellie! Littlefoot! Cera! Super, dass du wieder zurück bist. Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fang spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht Verstecken? Egal, was du willst. Wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red. Na und? Ich bin Cera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino, aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Oh. Ach, was du nicht sagst, Littlefoot. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter, der Held der Herde, der Scharfzahn-Angsteinjager. Der Held der Herde? Der Scharfzahn-Angsteinjager? Die Scharfzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleibt zurück! Red, der Retter macht das schon! Die hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Bringt euch in Sicherheit! Ich lasse nicht zu, dass ihr euch etwas tut! Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich habe auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Scharfzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit, wir können weitergehen. Tja, sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten. Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Scharfzähnen angegriffen wurde? Oh, also der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang? Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, kommt, Cera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Und dann hat er gesagt, er hätte einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut. Oh, Red mutig. Mich will ihn treffen. Nein, Petri. Red denkt sich Geschichten aus und Ellie glaubt, sie wären wahr. Ellie hält ihn für tapfer und mutig. Aber das ist er nicht. Das macht mich so wütend. Ja, ich bin auch sauer. Tja, je länger ihr wütend seid, desto weniger glücklich seid ihr. Also, was wir tun? Keine Ahnung, Petri. Aber irgendwie müssen wir Ellie die Wahrheit beweisen. Genau. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut? Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Scharfzahn auftaucht. Hm. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Scharfzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Scharfzahn in unser großes Tal bringen? Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Scharfzahn benutzen, der schon lange hier ist. Scharfzahn hier in großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig. Und so wird die Sache ablaufen. Ah! Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Scharfzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Scharfzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Jap, jap, jap. Oh, ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot, das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen? Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Hm? Naja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob es gefährlich ist. Also dann tue ich jetzt mal einfach so, als ob ich meine Freunde aufessen möchte. Und Littlefoot, was sagst du jetzt? Ja, das könnte Ellie zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist. Also schön, packen wir es an. Bereit? Und los! Geht das nicht? Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Ah, eher hungrig. Mir Angst gekriegt. Und ich bin noch viel ängstlicher, Rara. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Ah! Er hungrig, mir angstdecklich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Wir brauchen Hilfe, jemand muss uns retten. Komm, Red, hilf mir, sie zu retten. Perfekt. Und jetzt wird's ernst. Zeigen wir Ellie, wie Red wirklich ist. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder Verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Du klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht. Schnell, rette ihn, Red! Hilfe! Ah! Ihr hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicher, Royal. Wir brauchen Hilfe. Jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da! Ein Scharfzahn! Worauf wartest du noch, Red? Mach schon! Rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber! Ich verschwinde! Was ist hier los? Wir wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel. Aber der Scharfzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Chomper. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ihr seid mit einem Scharfzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Chomper und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Chomper zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, Red ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Wir müssen den gefährlichen Scharfzahn aus dem großen Tal verjagen. Auf ihn! Wir müssen Chomper retten. Aber wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein! Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Oh, oh! Da, er rennt weg! So, jetzt haben wir ihn! Schnappt ihn euch! Wir sehen ihn. Er nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Nicht weh. Ein sprechender Scharfzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Scharfzahn? Er ist ein Scharfzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Der muss hier weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Chomper ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Red, komm mal her. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja. Ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Scharfzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... ja... Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Jetzt können wir spielen. Ja, das können wir. Japp, japp. Mir nicht, wenn wir Fangen spielen. Also, ich bin fix und fertig. Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh. Ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey, du bist dran.